Hi Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich hatte ja gesagt, dass ich eigentlich diese Woche kein Video drehen kann, weil ich eigentlich arbeiten muss. Aber ich hatte leider einen kleinen Unfall. Ich bin die Treppen runtergefallen. Das war ganz dumm. Ich habe mit meiner Mitbewohnerin geredet, als wir aus dem Haus gehen wollten. Und ich währenddessen, wo ich mit ihr geredet habe und den Kopf umgedreht habe, bin ich weitergelaufen Richtung Treppe. Und als ich mich umgedreht habe, waren die Treppen schon da. Und dann bin ich dann einmal bum, bum, bum. Und währenddessen habe ich mir meinen Fuß umgeknickt. Also ist halt nicht gebrochen, aber ist halt angeschwollen und es schmerzt. Aber dafür bin ich jetzt zu Hause und kann dann für euch dieses Video drehen. Gut, und zwar möchte ich in dem heutigen Video dieses Produkt hier von Naturebox vorstellen. Wahrscheinlich habt ihr schon von Naturebox mitbekommen. Es ist halt, also diese Produkte sind halt relativ aktuell noch, ist noch gar nicht so lange auf dem Markt. Und die haben insgesamt vier, also einmal das hier mit Avocado, dann gibt es noch ein anderes mit Aprikosenöl, dann noch mit Kokosnussöl und dann auch noch mit Mandelöl, genau. Und jeweils gibt es davon auch noch ein Shampoo, die haben auch noch Hautcreme und Co. Und Duschgels haben sie auch. Gut, aber heute möchte ich euch die Spülung vorstellen. Das Shampoo habe ich, sowohl auch die Spülung, habe ich bei CoCheck eingegeben. Die Spülung war im Bereich unbedenklich und leicht bedenklich. Also das ist dann für mich okay, ich kaufe das auch. Das Shampoo hatte keine Sulfate, keine Silikone, keine Paraben und Mineralöl und so weiter. Aber es hatte halt ein Inhaltsstoff drin, was eben die Hautbarriere schwächen soll. Und dann dachte ich so, ja, dann lieber eher nicht, weil ich habe ja auch schon Shampoos. Aber für diejenigen, denen es halt nichts ausmacht, ihr könnt das Shampoo definitiv dann, also ihr könnt euch entscheiden, das Shampoo zu kaufen, wenn ihr Interesse habt. Und ihr könnt das Produkt nochmal bei CoCheck eingeben und dann könnt ihr euch auch in Ruhe die Inhaltsstoffe durchlesen. Gut, also dieses hier ist mit halt kalt gepressten Avocadoöl und soll, ist für, für repariertes Haar, regeneriert bis in die Spitzen. Und es ist halt, wie gesagt, frei von Silikon, Paraben und hier ist auch noch das Vegan-Zeichen drauf. Und hinten ist es nochmal aufgelistet, dass es eben frei von Silikon, Paraben und künstlichen Farbstoffen ist. Aber sie sagen halt ja zu veganer Formel, kaltgepresstem Öl und 96 Inhaltsstoffen natürlichem Ursprung und 25 der Verpackung aus Recycling-Plastik. Gut. Dann ist hier auch nochmal so ein Zeichen mit Wasser und hier steht drauf Be Smarter, Save Water. Und hier ist auch nochmal so ein Zeichen, da steht We Support Local Farmers. Das heißt, dass sie eben lokale Bauern unterstützen. Wahrscheinlich dadurch, dass sie vielleicht ihre Produkte, also ihre Inhaltsstoffe von denen holen. Gut, also also auf jeden Fall soll dieses Produkt hier oder die Spülung soll allgemein die Haare reparieren und einem gesunden Look verleihen. Und wenn ich mir jetzt die Inhaltsstoffe so durchlese, da sind viele, was ich nicht lesen kann. Bei CoCheck sollen einige eben für Glanz und für Feuchtigkeit sorgen oder sollen irgendwie die Bildung von unerwünschten Kleintieren hemmen und sollen irgendwie die Haut in einem guten Zustand halten. Aber sonst sehe ich halt hier auch leider sehr etwas tiefer unten Avocadoöl, dann sehe ich auch noch Wasser, Glycerin sehe ich auch noch, Zitronensäure, da ist auch noch Parfüm drin. Alles andere ist halt so ein bisschen schwieriger zu entziffern, aber wie gesagt, auf CoCheck könnt ihr euch das nochmal anschauen. Gut, dann legen wir mal los, bevor meine Haare komplett austrocknen. So, wie ihr bereits schon bemerkt habe, benutze ich meine Spülung immer als Tiefenspülung, also Tiefenkur. Ich lasse es dann halt statt 2 bis 3 Minuten, lasse ich das dann für 20 bis 30 Minuten einwirken. Ihr könnt auch noch, um das intensiver, also ein besseres Ergebnis zu bekommen, oder damit es noch intensiver ist, die Kur, könnt ihr halt in eine Schüssel packen und noch ein paar förderliche Öle wie Avocadoöl, Olivenöl oder ein hinzufügen und dann in den Haaren einmassieren. Ich mache das so oder so, je nachdem, wie ich mich entscheide. Und
Mein erster Eindruck von der Spülung ist, dass es halt einfach, also es ist nicht zu dick, es ist auch nicht zu flüssig, es ist so ein Mittelding und es fühlt sich geschmeidig an auf den Haaren. Also es fühlt sich auch reichhaltig an. Also man kann schon denken, ja, es ist da auf jeden Fall was drin an Öl oder irgendwas, was auf jeden Fall die Haare mit Feuchtigkeit versorgen sollen. Und der Geruch ist wirklich angenehm, finde ich. Es riecht parfümiert, man merkt das, aber es ist nicht penetrant. Also ich bin auch sowieso geruchsempfindlich, aber für mich ist es halt wirklich erträglich, es riecht gut. Das Einmasschen hat auch gut geklappt. Ich konnte auch mit den Fingern ganz gut durchgehen. Also ich kenne ja meine Haare seit einer ganzen Weile nicht mehr. Und deswegen ist es immer wichtig für mich, wie ich das mit den Fingern machen kann. Und habt ihr ja eben gesehen, also es klappt eigentlich ganz gut. Jetzt komme ich nochmal unter meinen Hauben für circa 20 Minuten, um das Produkt nochmal Zeit zu geben, richtig eingezogen zu werden. Meine Haare fühlen sich wirklich weich an, ne? Also die Haare fühlen sich so weich an und meine Löckchen sind auch etwas definiert und die sind bouncy, wie ihr sehen könnt. Ja, also ich mochte das Gefühl sehr. Also beim Rauswaschen ist mir aufgefallen, dass ich ein bisschen von der Geschmeidigkeit mit rausgewaschen habe. Also nicht, dass ich so dachte, dass meine Haare komplett trocken sind, aber so ein bisschen wurde ich schon mit rausgewaschen. Trotzdem fühlen sich meine Haare gut an, meine Locken sind definiert, die sind bouncy. Ich kann das Produkt empfehlen.
Wenn ihr schon, also sagt mir noch, was ich für euch ausprobieren soll aus der Serie. Und wenn ihr schon bereits diese Produkte ausprobiert habt, hinterlasst Kommentare und erzählt mal von eurer Erfahrung. Bis dahin, hoffentlich könnt ihr was damit anfangen. Wenn ihr noch Fragen habt, hinterlasst sie im Kommentarbereich. Wenn mir noch was einfallen sollte, werde ich das alles unten verlinken, wie immer. Viel Spaß auf meinem Kanal und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.